Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2019 zusammen mit Miri und Katze. Blauli ist nicht dabei. Eurio. Fies, hallo, ich bin Baloo. Ihr streitet euch immer noch. Nein, wir setzen jetzt den Wagen um, damit wir hier die nächsten Bäume fällen können. Ja, es ist ein Fall von Bäumen. Also, wir sind an der Baumarbeit. Ja, wir wollen diese ganzen scheiß Bäume weg haben. Da haben wir endlich Ruhe und vor allen Dingen verdienen wir ein bisschen Geld nebenbei, weil sonst verdienen wir ja mit nichts Geld hier. Was viele Leute ja nicht wissen, ist, dass ich früher auf der Baumschule war, ne? Cool. Ich weiß sogar, wie man Bäume fällt. Cool. Lehrer Astzweig 12 war damals bei uns Schiene. Was für ein 12? Was? Lehrer Astzweig 12 auf der Baumschule. Was heißt denn Lehrer Astzweig 12? Der hat uns Deutsch unterrichtet. Zweig 12 war das Klassenzimmer und der Lehrer Ast war der Lehrer. Das ist ein Witz, oder? Dass der Lehrer Ast hieß und auf einer Baumschule gearbeitet hat. Das war ein Witz jetzt, ne? Blondie, so fulltime retarded. Was ist los bei dir? Den Spruch habe ich zum 80. Mal mit der Baumschule gebracht in meinem Leben. Du willst mir erzählen, dass du ihn noch nicht einmal mitgehört hast? Nee, habe ich nicht. Doch, ich habe hundertprozentig, ich habe den hundertprozentig. Nein, Leute, ihr habt den ersten LS gesehen, also das erste LS von uns. Ich habe den hundertprozentig da viermal gebracht. Ungelogen, nein. Wirklich ungelogen. Gut, das ist natürlich nicht das Erste, was Blaudi vergisst, ne? Er hat zum Beispiel vergessen, jetzt von dem Fahrzeug, in dem er gerade war, den Motor wieder auszumachen danach. Hatte ich recht? Nein. Bist du sicher? Klingt sehr danach, als hätte ich recht gehabt. Blöde ist, du kriegst hier irgendwie, wenn der Trecker angeschlossen ist, kriegst du nicht den Motor vom Häcksler aus, ey. Voll Banane. Hallo Günther. Oh, du bist heute mal länger als eine Folge dabei. Wow, ich bin echt stolz auf dich. Ja, ne? Ich weiß gar nicht, was los ist. Haben sie den gefixt oder so? Leicht. Die haben aber wieder Updates und ich denke, da haben sich alle Leute darüber beschwert, dass Günther immer stirbt. Oder wir haben ihn nur am einzigen Ort platziert, wo es richtig kacke ist. Ich glaube nicht, dass es der einzige Ort ist, wo das richtig kacke ist. Wird noch mehr geben. Zum Beispiel, wenn man es oben drauf macht, aufs Dach vom Haus. Wenn das geht. Aber Louis kriegt das hin. Fies. Als ob ich da was für könnte, dass Günther so verbackt. Ja, du hast ihn da platziert. Ist doch gut, Miri glaubt an dich, du schaffst sowas. Ich glaube an dich. Ich glaube, positiv. Das ist aber sehr negativ. Positiv. Baufeld. Ich räume erstmal den Kram weg hier. Wow, ich finde das so gut, dass er auf einmal einen Schwächeanfall hat dann, mittendrin. Hey, dein Baumstumpf hat meinen Baumstumpf geblockiert. Tja, siehst du mal. Oh. Und das auch noch auf Facebook. Ah, wer benutzt heutzutage denn noch Facebook? Außer Debitor. Ich. Aber ich einmal benutze, alle drei Jahre zählt nicht. Nee, ich guck da einfach rein, um zu sehen, wer von meinen ganzen Klassenkameraden jetzt dem Rassismus verfallen ist. Das ist echt faszinierend, ohne Scheiß. Von wegen Informationsblase, ne? Wenn ich bei mir auf Facebook gucke, dann hast du nur die Rechtsradikalen, die vollen Spinner die ganze Zeit. Hast ja echt tolle Leute bei dir. Ja, das sind so Leute. Das Interessante ist, das sind Schulkameraden, nicht Klassenkameraden, weil in meiner Klasse war der Ausländeranteil unglaublich hoch. Wir hatten nicht so viele Deutsche in unserer Klasse damals. Aber sie haben es trotzdem geschafft, diesen Ausländeranteil, also die Deutschen aus meiner Klasse sind alle chillig, aber die Leute aus meiner Klassenstufe, aus der anderen Klasse, ja, die größtenteils deutsch waren, die sind alle zu Rassisten geworden. Aber unsere Klasse hat sich voll gechillt. Musst du dir mal überlegen. Da hatten wir Rassismusprobleme bei uns an der Schule. Ich glaube, da gab es dieses Problem wie heutzutage noch gar nicht so sehr. Nee, aber das... Aber gut, das ist jetzt falsch formuliert, ne? Aber natürlich gab es das Problem, Rassismus gibt es schon ewig, aber ich sag mal so, durch... Weiß gar nicht. Was hattet ihr denn für ein Rassismusproblem an eurer Schule? Hatten also jetzt nicht. Ich habe gerade gesagt, dass im Nachhinein die Leute jetzt alle auf einmal dem Rassismus verfallen sind. Faszinierend. Nur weil sie positiv für die AfD sprechen, oder? Halt, ich rede nicht von positiv für die AfD sprechen. Ich meine, AfD-Beiträge teilen ist zwar ein ziemlich safer Weg, aus meiner Freundesliste zu kommen, wenn man es nicht gut argumentieren kann. Weil wenn mir ein homosexueller ehemaliger Klassenkamerad auf einmal schreibt, die haben wenigstens einen Arsch in der Hose, dann, ich weiß nicht. Das war genau zu dem Moment, wo die darüber geredet haben, dass Homosexuelle nicht heiraten dürfen und sowas. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen Pseudo. Da muss ich dann theoretisch dem Typ nicht mehr lange zuhören. Aber die AfD an und für sich ist ja
ist ja das gleiche wie NPD früher. Das ist, du hast früher ja trotzdem auch Leute, wenn sie NPD geteilt haben, klar, fährst du denen übers Maul, aber deswegen, ja, kannst ja trotzdem mit denen reden. So ist es ja nicht. Aber faszinierenderweise sind wir mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo es nicht mehr reicht, eine Partei zu wählen, sondern die müssen dann halt auch wirklich richtig rassistischen Scheiß labern die ganze Zeit. Wenn jemand ein Bild teilt oder allgemein dran sitzt und meint... Du meinst so nach dem Motto, ich hab ja nichts gegen Ausländer, aber... Nein, das sind die schönen Leute, die es versuchen, noch intellektuell zu belegen. Die kannst du ja wenigstens noch auf Social Media oder so einfach auseinanderzwiebeln. Das ist, wenn jemand versucht, mit Argumenten oder so zu punkten in dem Moment und du gibst ihm einfach die richtigen Fakten dagegen, dann hast du ja kein Problem mehr gegen Rassisten. Das haben ja nicht viele in der Birne, die meisten davon. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt dann dabei, wenn du zum Beispiel einen hast, der wirklich einen richtig rassistischen Scheiß schreibt, also der wirklich hingeht und meint, hier so von wegen, ja, also wirklich auch Lügen verbreitet, sowas. Neulich wurde mein Kollege angegriffen, der Typ hieß Arafat, der hat seine Schwester gefressen und sowas. Es gibt Leute, die sowas ernsthaft glauben und ernsthaft teilen. Das ist aber traurig. Ja, und das ist, ja, traurig ist, die komplette Rassismusgeschichte bei uns im Land momentan ist ein Armutszeugnis für unsere kompletten Generationen. Meine Generation oder die Generation vor mir oder mit mir haben die ganze Zeit rumgeheult. Wir wollen nicht die ganze Zeit für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich werden. Was soll denn da mit dem Ast los? Ich habe keine Ahnung. Ist halt ein Astloch, Kappa. Wir wollen nicht für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich gemacht werden und sowas. Und früher habe ich das voll und ganz verstanden, dass die Leute da nicht unbedingt in Mitleidenschaft gezogen werden wollen, weil das halt eben Verbrechen der Vergangenheit war. Das Problem ist, die Leute haben sich so davor verschlossen, dass diese Probleme existiert haben, dass sie nach einer Zeit, leider Gottes, dann dem Rassismus so verfallen sind und nichts aus der Geschichte gelernt haben. Ich meine, du kannst ja momentan eine Situation 1:1 auf das politische Spektrum von Deutschland von damals übertragen. Das stimmt allerdings. Das ist, wie war das AfD Baden-Württemberg? Hier mit der Seite, wo man Lehrer melden kann zum Beispiel? Das ist ah ja, die, wo so, wenn die gegen die AfD negativ geredet haben, war das ein Ding, ne? Und wenn sie oder insgesamt in sowas. Ethik und sowas auch genau. über solche Sachen geredet haben oder Homosexualität als eine normale Lebensform bezeichnet haben oder sowas. Das musst du dir halt mal geben. Klar, es gibt Leute, die dann vom Mindset her da eventuell nicht 100% kompatibel mit dieser Art und Weise sind, mit Homosexuellen und so weiter. Das ist ja eine komplett andere Geschichte. Es gibt Leute, die sich damit unglaublich schwer tun. Es gibt Leute, die da fundamentalistisch ein bisschen anders überzeugt sind. Das Gute ist aber, dass diese Leute meistens eben den Dialog, wenn überhaupt, noch bestreiten. Aber wir haben da Leute, die auf eine Hetzjagd gehen wollen oder dass die AfD zum Beispiel dann dran saß. Ich sag jetzt die AfD mal als Beispiel, aber nicht jeder Rassist ist AfD-Wähler. NPD wurde früher schon gewählt, da gab's die AfD zum Beispiel noch gar nicht, ne? Ah, das stimmt. Also das ist ja Bullshit. Der einzige Unterschied ist, dass halt der Großteil von den Leuten von der CSU, die rassistisch waren, von der NPD, die rassistisch waren, sich nach einer Zeit jetzt in die AfD rüberbegeben haben und halt auch da einen Großteil von Leuten verfolgt haben, die das ganze Ding jetzt als Protestpartei benutzen. Ja, das ist ja das Problem. Die meisten Leute benutzen die AfD halt als Protestpartei. Das ist eh das Schlimmste, dass also aus Protest AfD wählen. Da erzählt AfD übrigens auch so mein Vater und so zu, die so sagen, ja, ist ja eh alles andere Scheiße und die stehen wenigstens für was. So, weil das sind ja genau die Leute, die man damit erwischt, ne, so ungefähr. Die stehen für was, ja. Ist ja egal, ob das negativ oder positiv ist. Kannst du, wir haben ein Problem, in der Hexenmaschine steckt irgendwas fest, was die ganze Zeit dafür sorgt, dass andere Sachen zurückbacken. Musst du sie mal resetten. Ich versuche hier schon die ganze Zeit irgendwie das durchzusägen. Nein, die stehen ja nicht für irgendwas, sondern die sagen halt einfach mehr als andere. So. Das Problem ist, die labern halt jeden Scheiß und der Scheiß wird dann von den Leuten noch übertragen. Wenn die AfD dran steht und sagt, sie möchte was gegen, beste Beispiel, der Migrationspakt, der da gemacht wurde. Da wurde gegen argumentiert, da wurde gegen diskutiert und die 99% der Argumente, die von der AfD als große Schildaufmacher zum Beispiel in diesem Fall gewählt wurden, waren nichtig. Wirklich absolut nichtig. Da sind Sachen, da haben sich Leute irgendwas ausgedacht, irgendwelche Sachen aus den Fingern gezogen, irgendwelche Fakten verdreht. Und das passiert ja nicht zum ersten Mal. Und das ist, wie gesagt, kein Problem von der AfD solo. Das ist, also jetzt mal politisch zu werden. Nein, das sind einfach alle Populisten. Das sind, ja eben, das ist das nette, schöne Wort. Populisten gab es früher schon bei der CSU, Gottes Willen, bei der CSU. Das war doch ihr, ist doch der Grund, warum die Bayern so ein Hauweg haben im Endeffekt. Im politischen Spektrum. Nicht, dass jeder Bayer einen an der Klatsche hat, sondern im politischen Spektrum haben einfach unglaublich viele Leute ein Hauweg. Was das angeht. Die sind mittlerweile einfach teilweise auch natürlich traumatisiert davon, weil sie die ganze Zeit traumatisiert. Ja, das ist
ist so eine Tatsache. Und ich kann verstehen, dass man in einen gewissen Extremismus verfällt, was das angeht. Obwohl ich das ein bisschen affig finde. Es wird ja zum Beispiel von vielen Rechten, nenne ich jetzt mal. Ne? Rechts ist ja an und für sich, die Einstellung, rechts zu sein, ist ja nichts Schlimmes. Das Problem ist, dass die Rechten mittlerweile so in den Extremismus, also in den Extremismus gezogen sind, durch die AfD und durch das Auftreten auch, dass die AfD im politischen Spektrum, im Bundestag und sowas an den Tag legt, dass wir danach das Problem gekriegt haben, dass auf einmal alle Leute, die vorher sozial eingestellt waren, in Anführungszeichen, also Leute, die sich ein bisschen kulanter gegenüber manchen Situationen gegeben haben, mittlerweile sind sogar Leute, die noch nach den alten Werten der SPD agieren würden, sind heutzutage als linksradikal eingestuft. Ja, weil sich aber auch die Sichtweise geändert hat. Du kannst auch noch sagen, ja, ich bin Anhänger der katholischen Kirche. Ja, ja, ihr zieht ja nur in den Krieg, um andere Leute von eurem Glauben zu überzeugen. Hä? Ja, wow, ey. Ja, gut, das waren die Kreuzzüge, ne? Also das ist... Ja, aber ne, das ist halt immer der politische Wandel. Heutzutage würde das keiner damit mehr in Verbindung bringen, genau wie manche Sachen halt mit der Politik nicht mehr in Verbindung gebracht werden, weil es halt Schnee von gestern ist, beziehungsweise Vergangenheit, aus der man auf jeden Fall lernen sollte, aber deswegen stehen doch die Parteien nicht mehr für das, was damals mal passiert ist. Nee, aber ich meine ganz kurz, dass eine Meinung, die früher normal war, inzwischen als radikal angesehen wird. Ja gut, okay, man muss aber dazu sagen, da muss man dazu sagen, dass eine Meinung, die sich auch eben mit Sachen, wie ich jetzt mal sagen will, die Leute reden ja immer von christlichen Werten, ich finde es relativ unchristlich, Leuten wegen einer anderen Hautfarbe oder einer anderen Herkunft zu wünschen, dass sie irgendwo im Pazifik ertrinken sollen. Ich finde das nicht besonders christlich. Das, klar, steht mir diese Urteilung wahrscheinlich im Endeffekt am Ende des Tages nicht zu, aber in welchem Universum ist es denn gewollt, dass ich einem anderen Menschen den Tod wünsche dafür, dass er flieht? Das ist also klar, sind das wichtige, sind das wieder Beispiele, wo in der Öffentlichkeit von solchen Top-Politikern wenig gesagt wurde, dass die alle da saufen sollen, aber es sind ja die Leute, die hinter ihnen stehen, die das behaupten und sowas krölen. Und das finde ich halt super hart, weil man redet hier von der Verteidigung der Werte des christlichen Armenlandes. Wenn das die Werte sind, dass wir Kinder beim Ertrinken bejubeln, weil sie nicht von hier kommen, dann bin ich sehr froh, wenn sich unsere Wertekultur ändert. Aber das kann ja kein Standard sein. Das kann ja nicht sein. Nein, aber es kann halt auch nicht. Ja, ein Kind kann da am allerwenigsten für. Ja, dass Kinder sind meistens nur die in Mitleidenschaft von ihren Eltern gezogen werden. Ja. Aber es kann halt auch nicht sein, dass es Leute gibt, die einfach aus wirtschaftlichen Gründen da abhauen, wo sie herkommen, nur weil es denen hier vielleicht ein bisschen besser geht. Ja, aber du kannst ja nicht sagen, wir wollen keinen von denen und die sollen alle sterben, nur weil ein paar eben das Ganze ausnutzen. Es gibt Wirtschaftsflüchtlinge. Das kann doch auch nicht richtig sein. Das will kein Mensch bestreiten. Aber das sind ja nicht alle. Und du kannst ja nicht den Leuten, die wirklich vorm Krieg fliehen, verweigern, dass sie ins Land dürfen. Nur weil ein paar das ausnutzen. Ja, das ist das Gleiche. Dasselbe ist ja bei Hartz IV auch passiert. Kaum war ein Arno Dübel irgendwo in den Schlagzeilen, Deutschlands berühmtester Arbeitsloser, waren auf einmal jegliche Hartz IV-Empfänger, Sozialschmarotzer und Leute, die dem Staat auf der Tasche liegen, respektlose Arbeitsverweigerer und so weiter. Es gibt Leute oder gab Leute wie mein Vater, die ihr halbes Leben lang selbstständig waren, durch Krankheitsfall am Ende ihrer Existenz standen und danach, einfach weil sie arbeiten wollen, weil sie guten Willen zeigen wollten, als sie im Hartz-IV-Programm waren, für 1 Euro die Stunde als 1-Euro-Jobber Haushaltsauflösungen mitgemacht hat. Es gibt Leute, die das gemacht haben. Und es ist nicht eine Person, sondern es sind viele Personen, die arbeiten wollen, trotz Hartz IV. Es gibt Leute, die arbeiten gehen wollen. Das Problem ist, in der heutigen Zeit möchten die Leute Führungszeugnisse von Jugendlichen, wo sie selbst in der Ausbildung schon 14 Jahre Berufserfahrung mitbringen sollen. Es gibt immer wieder Anforderungen, die nicht erfüllbar sind. Der Arbeitsmarkt ist halt nicht besonders freundlich zu den Leuten. Und das Problem ist halt auch, wenn du wie mein Vater zum Beispiel in dem Moment 45 bist oder 50 bist, zu dem damaligen Zeitpunkt, dann will dich auch kein Schwein mehr haben. Nee. Der einzige Grund, warum Leute in dem Alter wie mein Vater noch einen Job finden, ist, dass sie mit dem Führerschein, den sie eben vor einem gewissen Jahr gemacht haben, 7,5 Tonner fahren dürfen und sie deswegen Sachen ausliefern können. Deswegen haben wir auch immer ältere LKW-Fahrer, weil kein Junge macht mehr hier einen auf LKW-Führerschein. Diese Anforderungen sind so unmöglich geworden für LKWs. Hast du diese Stellenanzeige? Vor einiger Zeit habe ich einen Post gesehen von der Stellenanzeige. Klar, Post ist jetzt nicht immer hundertprozentig safe, aber es ist wirklich dieses Sinnbild davon, dass eine IT-Firma, eine Versicherung, die irgendwie ITler
einstellen wollte oder sowas, eine Berufserfahrung von 8 Jahren in einer Programmiersprache haben wollte, die seit 4 Jahren erst existiert. Ja, gut. Und das ist ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen humoristisch dargestellt, aber es ist halt trotz alledem eine absolute Frechheit, dass sowas dann am Ende des Tages eine Voraussetzung ist. Bedeutet nämlich im Endeffekt, du brauchst das gar nicht, oh ja, geil. Du brauchst es also gar nicht weitermachen. Eine sehr politische Folge, muss man jetzt mal dazu sagen, aber ja. Das ist bei mir ja sowieso nichts Ungewöhnliches. Ach, das kann man ja durchaus mal reden. Ja, nochmal ganz kurz, um diese Flamerei, dass man es so schnell abgetan hat und sowas wegzunehmen. Wirtschaftsflüchtlinge sind ein Problem. Ich glaube aber nicht viele Wirtschaftsflüchtlinge fliehen übers Mittelmeer zu uns, sondern ich glaube viele Wirtschaftsflüchtlinge kommen aus anderen europäischen Ländern, die übrigens selber intern in ihrem Land auch große Probleme mit Rechtsrücken haben, wie zum Beispiel Rumänien und was ist hier, Erdogan war welcher? Wo kam unser lieber, nicht Erdogan, hier Orban, hier Ungarn war das, ne? Es gibt viele Parteien im europäischen Raum, die stark nach rechts gerückt sind oder die rechte Parteien, die an die Macht gekommen sind. Mich beunruhigt diese Entwicklung, ehrlich gesagt, ein bisschen extrem, aber das ist alles eure Geschichte. Informiert euch da gerne, wenn ihr da ein bisschen was wissen wollt. Informiert euch darüber. Informiert euch auch nicht nur von unseren Meinungen, die wir gerade vertreten haben. Das ist politisch ganz, ganz wichtig. Wir haben unseren Teil dazu gesagt. Wir kommen aber alle aus anderen gesellschaftlichen Schichten vielleicht als ihr. Wir kommen alle eventuell auch aus anderen Erziehungen als ihr. Und wir haben vielleicht auch ganz andere Erfahrungen mit Menschen gemacht als ihr. Deswegen bei politischen Fragen informiert euch immer von mehreren Quellen, nicht nur von dieser Quelle. Und auch wenn ihr mit unserer Quelle übereinstimmt, lasst niemals zu, dass ihr eure Ohren und Augen verschließt vor dem politischen Spektrum. Es kann immer sein, dass auch von irgendeinem rechten Hetzer, egal wie blöd er aussieht, egal was für ein Blödsinn er labert, irgendwann ein Punkt kommt, der eventuell eure Sichtweise auf eine Situation noch verändern kann. Deswegen beendet nicht den Diskurs, heizt ihn weiter an, Politik lebt nur dadurch. Wenn euch Politik gar nicht interessiert, dann interessiert euch vielleicht unsere Playlist, die ist unten verlinkt. Da seht ihr alle vorherigen Folgen, wo wir nicht über Politik geredet haben und alle nächsten Folgen, wo wir nicht über Politik reden. Wenn da Politik mit drin ist, dann könnt ihr ja wieder wegschalten. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Schaut gerne bei Miriam und Blauli vorbei. Macht's gut und bis dahin erstmal ciao. Und bleibt schön feurig. Tschüss. Tschüss.